Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Hier stehen die beiden Dukes. Ich habe die mal gegenübergestellt, weil das so nice aussieht. Ihr wisst ja, die Super Duke mittlerweile mit Design, kurzer Kennzeichenhalter, Spiegel und so weiter, die ist soweit fertig. An der Duke ist noch nicht so viel passiert. Wir haben zwar ein Akrapovic dran, aber sonst ist sie noch relativ Standard. Guckt auch mal hier, dieses Riesenteil hinten. Absolute Katastrophe. Da wird noch ein bisschen was kommen. Designtechnisch, spiegeltechnisch, ein Umbauvideo wird in der nächsten Zeit kommen. Da habe ich noch nicht alle Teile da. Wenn alles da ist, wird die auch noch umgebaut. Das heißt, dann wird die auch noch schick. Ich habe die eigentlich nur gegenübergestellt, weil es so geil ist. Beziehungsweise Super Duke haben wir dabei, weil Lukas wieder am Start ist. Lukas fährt die heute und filmt uns später auch noch ein bisschen von außen. Eigentlich geht es um die beiden Schätzchen. Denn David ist wieder am Start. David und ich, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich war weg, dann war er weg. Dubai, dann war ich in Spanien und so weiter. Es ist echt krass. Jetzt haben wir endlich wieder die Zeit gefunden, drehen heute ein Video zusammen. Und zwar machen wir so ein bisschen Vergleich 125er. Vielleicht für die unter euch, die 15 sind, die 16 sind, die nicht so richtig wissen, was soll es werden. Wir haben die Duke 125, wir haben die Honda MSX 125, also die Honda Grom, der kleine Zwerg. Guck mal, wie geil David da drauf aussieht. Das Witzige ist, bei dir passt es auch extrem gut wegen den Neon-Gelb-Akzenten. Das sieht schon mal richtig gut aus. Fahr mal so ein bisschen vor, neben das Teil, dann sieht man so einen Größenvergleich. Die ist schon ein Stück kleiner, ne? Das ist schon witzig. Aber man kann auf der richtig viel Spaß haben. Das habt ihr gesehen. Ich bin mit David schon gefahren. Ich bin mit Mattis gefahren, mit Annika. Und heute werden wir auch ein bisschen die Power vergleichen und auch mal ein bisschen Gas geben. Also wirklich mal ein Rennen machen. Wir werden gleich noch auf einen abgesperrten Platz gehen, wo wir das machen können. Wir wollen ja nicht auf der Straße irgendwelche Straßenrennen machen. Ja, ist krass. Ich bin die Duke selber schon so lange nicht mehr gefahren. Das ist echt krass. So lange, dass sie hier schon Service sagt, obwohl wir erst 219 Kilometer drauf haben. Das Ding ist quasi brandneu, 219 Kilometer, also es ist echt der Wahnsinn, aber es ist krass, ihr seht das hier im Spiegel, ich hoffe man kann es sehen, ich bin fast 2 Meter, ich sitze da echt entspannt drauf, das ist schon echt krass, die Zeiten sind vorbei, wo 125er Bikes Fahrradreifen haben, das ist schon echt ein vollwertiges Motorrad, hier wirst du auf der Straße von anderen Motorradfahrern gegrüßt, hier siehst du nicht aus wie ein Dulli, das ist echt geil, das ist mittlerweile alles echt hochwertig verarbeitet, ich bin totaler Fan, die Duke ist so ein geiles Bike. David macht direkt mal ein Wheelie mit dem Teil. Das ist halt das Geile bei der Honda. Die kann man richtig gut wheelen. Ah, ist das schön. Es ist zwar kalt, aber das Wetter ist eigentlich relativ schön. Der blaue Himmel kommt raus und so macht das Ganze Spaß. Und ich freue mich natürlich auch mal hinter meiner eigenen Super Duke zu fahren. Es ist so geil. Wenn man, ihr kennt das bestimmt, wenn nicht, müsst ihr das auf jeden Fall mal machen. Tauscht mal euer Fahrzeug mit einem Kumpel, dem ihr das vielleicht auch anvertrauen könnt, wo ihr wisst, der fährt in Ordnung, fährt ordentlich. Ja, was ist denn das jetzt hier? Fährt er hier mit seinem AMG nicht vorwärts? Weil sein eigenes Motorrad von außen zu betrachten, ist nochmal ein ganz anderes Level. Das ist so, so geil. Und ich genieße das gerade total, einfach hinter der Super Duke zu fahren und die so von außen zu betrachten. Wie geil sieht dieses Fahrzeug aus? Super Duke ist auf jeden Fall so ein Killer-Ding. Auf der Straße ist einfach krank. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Der lange Kennzeichenhalter sieht nicht nur scheiße aus, der hat auch einen Zweck. Natürlich, dass das Wasser nicht so rumspritzt. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Da spritzt das Wasser ein bisschen mehr rum. Aber gerade für Leute wie mich, Style über alles sozusagen, dem ist es natürlich wichtig. Es sieht so geil aus. Mit dem Design, auch mit der Schwinge und so weiter. Absolut geil. Lukas, so ein bisschen der Blackout-Klon heute. Zu Besuch hat meine mein Gear sozusagen an, mein Helm, meine Jacke und hey, es ist so unfassbar dieses Teil, wenn man sich vorstellt, dass die Duke hier, die geht ja schon echt gut, die 125er, dafür, dass es eine 125er ist und die Super Duke hat einfach mehr als 10 mal so viel Kubik, das müsst ihr euch mal vorstellen, mehr als 10-fach, Alter, und jetzt der Himmel sieht wunderschön aus. Da genießt man doch auch das Bike-Life auch noch im späten November. Da haben wir schon wieder Glück, dass es hier in Hamburg echt nicht so, so kalt ist. Wir haben heute 9 oder 10 Grad. Das geht voll. Da zieht man sich ein bisschen wärmer an und dann kann man das so auch genießen. Das Wetter auf dem Bike. Und es ist halt auch echt schön. Ich liebe das, wenn die Straße so ein bisschen nass ist, dann glitzert die so geil. Das ist so schön.
jetzt hier im sechsten. Ich bin bei Vollgas, komme ich kaum neben dran. Guckt euch das an. Baby, Alter, ist das geil. Das sieht so schick aus, das Teil. Alter, geil. So, der David, der hasselt hier direkt mal einen kleinen Wheelie raus. Alter, sieht das geil aus. Was? Digga, sah das fett aus. Ja, es geht halt nur im ersten Gang. Im zweiten hatte ich so wenig Leistung. Aber wenn du wieder dann Kipp und Gas, macht so Spaß. Voll nice, voll geil. Was? Das ist das geil. Also dafür ist die Honda einfach bekannt. In Amerika gibt es ja super viele, die mit der auch ordentlich standen. Das ist echt geil. Und jetzt bin ich echt absolut mal gespannt, wie die beiden Bikes gegenüber performen. Welche ist denn schneller? Ihr könnt ja mal jetzt schon in die Kommentare schreiben und nicht schummeln. Was denkt ihr? Ist die Honda schneller oder die KTM im Beschleunigungsrennen? Let's go. Wir sind jetzt auf unserem Privatgelände angelangt und warte mal, wir stehen auf der falschen Seite. David vor der Grom und ich vor der Duke und wir machen jetzt ein schönes Beschleunigungsrennen in diese Richtung und dann nochmal zurück. Das heißt, dann kannst du filmen einmal unseren Start und ich filme ja selber noch und einmal machen wir es von der anderen Seite und dann gucken wir, welcher schneller da ist. Bist du bereit? Yes. Okay. Let's go. Machen wir richtig schön mit Hupen. Ich setze aber meinen Rucksack ab, dann habe ich einen Gewichtsvorteil. Gewichtsersparnis, wichtig. Bevor es jetzt losgeht, machen wir noch einen kurzen Soundvergleich. Ich würde sagen, ich starte mit der Duke. Hier kommt die Acra Power. Ja, jetzt die Grom. Zeig mal, was du kannst. Ja? Ich weiß nicht. Wer war lauter? Schreibt's in die Kommentare. So, du stellst dich jetzt in die Mitte und wir machen jetzt von hier. Ich bin ein bisschen aufgeregt. 3, 2, 1, go! Oh was? Ich habe keine Chance. Doch, jetzt komme ich. Was? Also am Anfang hast du mehr Punch, aber ich glaube, dann komme ich. Hast du die ganze Zeit Vollgas gegeben? Ja. Dann gewinne ich jetzt. Ich habe dich einmal verschaltet. Oh, schade. Okay. Mal gucken, dann bin ich gespannt auf den Rückweg. Ja, also. Ich war bei, also im Ziel sozusagen, als er dann aufgehört hat, war ich bei 56. Stell dir vor, du machst es mit der Super Duke. Okay. 3, 2, 1, go! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Jetzt müssen wir einmal nochmal Bikes tauschen, ob ich einfach zu schlecht fahre. Jetzt die Frage, liegt es an mir oder liegt es am Bike? Okay. 3, 2, 1, go! Das war das Duell der Giganten. Also man hat es gesehen, du hast mehr Erfahrung im Drag Racing. Ne? Also. Wovon das kommt, das möchte ich jetzt hier nicht näher erläutern. Nee, aber wirklich, man hat so ein bisschen gemerkt, deswegen wollte ich unbedingt nochmal den Wechsel machen, um zu gucken, liegt es am Bike. Ich war trotzdem mit der Grom schneller, aber es war echt engerer Abstand als bei uns beiden. Ich habe das richtig gesehen. Beim Losfahren mit der Grom hast du einen riesen Schritt gemacht. Ja. Ich war voll vorsichtig an der Kupplung. Und genauso war ich dann mit der Grom wieder vorsichtig und habe gesehen, ey, du ziehst genau mit. War auf jeden Fall witzig. Ich hätte es gedacht. Ich habe es vorher zwar nicht gedacht, aber ich hätte gedacht, die ist ein bisschen schneller dadurch, dass sie kleiner ist und wahrscheinlich auch viel leichter. Das können wir mal hier einblenden. Also das Gewicht von der Grom ja. Und das Gewicht von der KTM Duke 125. Und daran wird es liegen, weil die Motoren, beides 125 ja. Kubik, beides Viertakter, haben ungefähr gleiche Leistung. Das ist einfach das. Und ich habe halt am Anfang viel Gas gegeben, ja. Ne? Viel Drehzahl und dann die Kupplung eigentlich
fast direkt schneiden lassen. Ich habe voll ziehen lassen. Also halt so ein bisschen, aber relativ schnell dann einfach komplett losgelassen und einfach nur noch am Hahn gezogen. Ja. Das war halt witzig, weil eigentlich kann man das gar nicht Rennen nennen, ja, oder? Ja, ist halt so, du hast gesagt, du bist ins Ziel gefahren und guckst runter. Mit 56 km/h, ja. Ich dachte mir so, lol. Hättest du mit der Super Duke gemacht, wärst du da schon auf 150 oder so. Also mit der Super Duke hätte ich das auch nicht machen wollen. Nee, das wäre da nicht mehr bei Platz. Den Konditionen, wir haben so ein bisschen nässig gehabt nass und so. Und so das war witzig, es hat Spaß gemacht. Ich hätte es nicht erwartet. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die Duke ein Ticken schneller ist oder zumindest gleich auf, aber mit der Grom, kannst du anscheinend so eine Duke versägen. Muss man halt ehrlich sagen an der Stelle. Aber also dazu muss man auch sagen, das ist natürlich immer Geschmackssache, aber dafür sieht die Duke halt echt geil aus. Das habe ich am Anfang vom Video gesagt. Das ist ein vollwertiges Motorrad, der hat dicke Reifen, das hat schönes Design, matt-schwarz, neon-orange. Ich finde, das ist richtig geil und das mit 16, das ist natürlich geil. Mit 16, glaube ich, wäre mir das zu peinlich gewesen, wie ich damals war. Heute ist mir das scheißegal, Hauptsache es macht Spaß und ich finde es ja auch witzig. Aber mit 16 wollte man immer so das, was am größten, am coolsten aussieht. Und die kannst du ja neben eine 390 stellen, neben eine 697 und die ist ja relativ ähnlich. Ja. Natürlich ist sie ein bisschen schlanker und so, aber für einen 125er ist das top. David, danke für dieses Video, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an Lukas hinter der Kamera. Was sagst du, Super Duke? Mega zum Fahren. Und wenn noch hören, er muss die nochmal fahren, wenn die Wetterkonditionen ein bisschen besser sind. Und da also schön trocken, wenn der Reifen eingefahren ist. Ich glaube, dann wird ihm ganz anders. Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben gerade den Hinterreifen gewechselt. Drauf. Lukas sitzt das erste Mal drauf. Hinterreifen 0 Kilometer drauf. Wirklich Transporter eingeladen, Reifen gewechselt. Also wirklich nicht mal 10 Meter geschoben. Und Lukas direkt mal auf das Teil gesetzt. Aber der hat ja Erfahrung. Das hat ja gepasst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Däumchen. Das wäre wie immer ein Träumchen. Es gibt natürlich auch noch meinen Merch. Den gibt es leider nicht mehr. Sonst hätte ich jetzt dafür ein bisschen Promo gemacht. Den gibt es leider nicht mehr. Chance vertan. Meinen gibt es noch, den Glow in the Dark Merch. Checkt den gerne aus, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, habe ich schon gesagt. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein, ihr Landrat.